So, damit sind wir wieder zurück mit Far Cry 6. Ich würde sagen, wir stoppen uns erstmal da. Ich brauche ein Auto vor allen Dingen mal. Moin. Hallo, ein Feind, guck mal mit. Da müssen wir also ein Pferd reiten. Ich brauche jetzt erstmal. Eigentlich ist es nur dazu gedacht, jetzt um einfach mal schnell von A nach B zu kommen. Die Garnelenaufzug Agua Arica, aber die brauchen wir jetzt nicht. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich befreie die, aber. Nee. Wir machen eine kleine Hauptmission mal wieder. Ich finde es irgendwie witzig, dass es hier auch mit Pferden geht. Ich feier's. Aber kurz. Ja. Lara, I'm Mira Lester. Ja, ist ja gut. What do you mean? This is the land where legends are born, Danny. The 67 revolution started in Alaska. It's kein El Tigre, Lucky Mama, Lorenzo, Lobo. They led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking Yara full. Ist das einer unserer Punkte oder aber den? El Tigre is very, very excited. Nee, es ist ein feindlicher Punkt. Kontrollpunkt Nueva Vida West. Okay. Den will ich mich. Jetzt erklärt, warum das Pferd hochgegangen ist. El Tigre? That's me. You must be that kid Clara mentioned. Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're baby Tigre. And don't worry. I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? El Castillo's navy, a real sea monster. Aua! Ich glaube, die haben gerade ihre eigene Alarme deaktiviert. Ich muss zwischendurch mal Kontrollpunkte machen. Sag mal, ist gut jetzt. So, da oben steht noch so ein Hansel. Du. So, die ist tot. Schlüsselkontrollpunkt. I'm at one of the checkpoints at the border of Aleste and Valle de Oro. Heads up, Danny. You're getting closer. Anything special about this checkpoint? A checkpoint is a checkpoint. You want to take out some soldados? I'm sure there's plenty there. So, haben wir doch irgendwo einen. Ist gut jetzt hier. Das war keine Absicht. Wir gehen nur noch scheiß Gruppe auf den Senkel. Ich muss gerade was gucken. Da oben war ein Geschütz. Komme ich da so einfach hoch? Ja. Feind. Jetzt nicht mehr. So, Kontrollpunkt. Erobert. Oh, wir sind Level 4. Neue Waffen und Ausrüstung bei Ruhens Waffenhändler verfügbar. Sorry, ich muss mal. Ich brauche eine Karre. Ja, lass mich drüber. Tschüssi.
Ich brauche. Ist mir gerade egal. Wie gesagt, zwischendurch müssen wir solche Nummern auch mal machen. Nicht immer, aber wir müssen auch zwischendurch mal sowas machen. Kaffeefabrik. Ja, ramm mich, du Idiot! Ja, das machen wir ein andermal, aber ich kann nicht jeden einzelnen Nebenpunkt machen, sondern ich will zwischendurch einfach mal auch mal ein bisschen was zum Hauptmission machen. Wenn wir jetzt natürlich noch einen Kontrollpunkt finden, dann müssen wir den natürlich noch machen. Hey, El Tigre. I'm at the Crab Rock. Very. Warte mal. Ach, das war hier. Ach, geht die mir auf den Senkel mit eurem Scheiß. Sharp claws? Ja, Feinde. Hier müssen wir hin, oder was? Ich stelle mich mal hier hin. Goat? I thought we were like a crab. Hello? Finger. So, ich sollte hinter dem Krebs nachschauen. Wir nehmen einfach mal alles immer wieder mit. Moin! Jetzt wünsche ich einfach mal voll fette Action. Looks like the waterfall from El Tigre's photo. Need to get up there. Da ist er, oder? El Tigre, I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. 3 days of hiding paid off when a platoon of paratroopers landed right in our kill zone. Planning and patience are Garia's best friends. So is a handful of grenades. Yeah, I get it. You need to keep that thing under control. Müssen da hoch oder was? Hello. Hola. Voll der fette Aufstieg die ganze Zeit, ey. Upsa. Not hoch. This will be easy, he says. Be like a goat, he says. So, müssen wir jetzt auch weiter. Okay. Sag mal, hat sich den Weg eigentlich ausgedacht? Aber gut, das soll. Looks so peaceful from up here. Wir sind jetzt eh da. Habe ich mal. Ja, yeah. Schön. Also für zum Thema, ne? Wir sind da.
viel zum Thema. Müssen da irgendwie rüber oder was? Hab's. Aua. Jawohl, was mit ein bisschen. Oh, Glück gehabt. So, jetzt müssen wir da wieder hoch oder was? Ja. Alter, wer kommt auf so eine Scheiße? Natürlich! Natürlich! Ah, hier. Sag mal. So eine Scheiße, Alter. Okay, gehen wir mal da lang. Oder wo müssen wir? Moment, da. Halt, halt, halt. Wo? Wo will der da hin? Ach, die Seilrutsche verwenden. Accidentally unblock it. Exactly. Wer kommt auf so eine Kacke? So, wir müssen. Wie willst du da rüberkommen? Oh oh. Willst du mich jetzt echt verarschen? Ja, du kannst jetzt nochmal alles nochmal neu machen. Ja, aber ich war kurz zu sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt an dem Punkt wieder stehen. Wer kommt auf so eine Kacke eigentlich? Wie soll ich da weiterkommen jetzt?
ernsthaft mal so, blöde Frage, nächste Frage. Also jo, hier rüber, ja, und dann springen, klar. Natürlich nicht. Wer kommt auf sowas? Ich will doch nur darüber. Ja, heilen. Komm, wir brauchen uns nicht heilen. Wir brauchen uns nicht heilen. Wir springen einfach hier runter. Wir kommen doch nicht mal da oben an. Ach, leck mich doch am Senkel, Alter. Ja, pff, runter, weiter, nochmal neu. Warum zur Hölle? Warum springst du da wieder vorbei? Du sollst da hochspringen. Junu, jetzt darüber. Ja, immer hoch. So, wo sind wir jetzt? Ja, da sind wir jetzt. Da waren wir schon mal bei der Nummer. Nu? Was ist denn da? Soll ich denn da hochkommen jetzt? Ja, am besten gehst du bis zum Start wieder zurück, weil, was ist das für eine... Guck mal, da an dem Punkt, wo wir eigentlich schon mal durch sind, so durchfahren. Wer zur Hölle hat die Scheiße hier erfunden? Ich brech die Mission gleich ab. Ugh.
warte mal, das war der Punkt, wie genau. Halt, 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 nein! Ach, warum springst du runter? Das darf nicht, du darfst da nicht hin. Du musst da runterfahren, damit du wieder tot bist. So, was war das jetzt? Irgendwo war das jetzt hier hoch, ne? So, bei der Seilbahn waren wir schon mal. So, auch die Nummer hatten wir schon mal hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung, eigentlich. Da habe ich den Weg einfach nur falsch, ein bisschen falsch unterschätzt. Warte mal. Wir müssen ja irgendwie darüber. Aber wie... Warte mal. Da war der Kletterhaken. Ja, Glück gehabt. Oh, Alter. Wow, warte mal. Da. Okay. Oh, ja, 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 ja. Ey, was ist das für eine Nummer hier? So, und jetzt? Da hoch, oder was? Klettern. Alter Verwalter, ey, was für ein Weg hier. So, und jetzt nochmal hier runter, oder was? Die Seilrutsche. So, und jetzt bitte ohne irgendwelche Zwischenfälle hier hoch. How is the air both thick and thin at the same time? So, jetzt bitte, bitte lass uns an das Lager ankommen. Und nicht wieder mit irgendeiner... Okay, natürlich. I'm at the next picture. Let me guess. Guerillas are like sharks. Deadly predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dying underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents.
like there. So, jetzt will ich da irgendwie mal ankommen, jetzt langsam. Aber da kommt noch ein bisschen was. Weil wir erst 3 Fotos hatten. Aber ich hoffe, dass wir jetzt den schlimmsten Teil hinter uns haben. El Tigre, I'm at the statue. Oh, Gott sei Dank. That explains the hangover. Every year I drink 2 bottles of rum. One for me and one for Lobo. You never live to see a 3 Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! Suche Tigre im Lager! Wir haben es geschafft. Irgendwann haben wir es dann doch auf die Reihe gekriegt. Alter, was für eine Scheiße, ey. El Tigre! Hola, Danny! What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Hey. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby Tigre. Come on, me the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Lucky mama! Who are actually hurt. I am suffering. I easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. And of course, you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I thought it'd go crazy. Merda! Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Dani Rojas from Libertad. The new Fist of the Revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legend on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry. One revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled, my baby Tigre. Yo. Also ist abgeschlossen. Treffen mit den Legenden. Was für ein Kackweg. Aber wir haben es geschafft. Clara, I've met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertad. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. So, weiter geht's in der nächsten Episode bei Let's Play Far Cry 6.